Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dass ich als erster Redner nach der Ministerin das Wort ergreifen darf, hat den Grund, dass die SPD und der SSW gemeinsam einen Berichtsantrag gestellt haben. Und ich weiß nicht, ob es allen Anwesenden aufgefallen ist, das komplette Parlament hat diesem Berichtsantrag zugestimmt, einstimmig. Damit lagen zwei Anträge zu einem mündlichen Bericht vor. Und Frau Prien, ich halte es für unangemessen, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, meine Damen und Herren, ich beantworte jetzt aber nur einen dieser beiden Berichte, weil ich mir einen anderen Schwerpunkt überlegt habe. Das ist kein angemessenes Parlamentsverständnis. Was sollen wir denn noch machen, um endlich von Ihnen zu hören, wie Sie die Schülerinnen und Schüler beschulen, die nicht in der Schule sein können, als einen mündlichen Bericht zu beantragen, den hier einstimmig zu beschließen, sondern stellen Sie sich trotzdem hier und beantworten das nicht. Meine Damen und Herren, man kann bei Twitter auch mal grob daneben liegen. Man kann mit einem Tweet jegliche Empathie vermissen lassen. Man kann so einen Tweet in der Folge dann auch einfach mal löschen und sich entschuldigen. Der Kollege Holovaty hat das nicht getan. Der Kollege Holovaty hat darauf verwiesen, dass er es ironisch meinte, als er dem zur Vorsicht mahnenden Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Aussage entgegenstellte, mehr Tote gebe es auch bei mehr Sonnenschein wegen Hautkrebs, Hitzschlag und so weiter. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich mal überlegen, wie empathisch die FDP reagieren kann, wenn in Dithmarschen der Wolf ein paar Schafe reißt, dann überlegen Sie sich mal, ob Sie nicht vielleicht auch angesichts einer Corona-Pandemie, die Menschenleben kostet, auch mehr Empathie zeigen könnten. Auch die KMK-Vorsitzende und Bildungsministerin Karin Prien hatte Pech mit dem Medium Twitter. Frau Prien, was Ihnen dort teilweise entgegengeschlagen ist, das geht nicht. Das habe ich da auch schon entsprechend kommentiert. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch noch einmal versichern, dass Sie in dieser Hinsicht unsere volle Solidarität haben. Das nimmt aus unserer Sicht allerdings den vielen anderen Stimmen nicht das Recht, sachliche Kritik an einer CDU-Bildungsministerin und einer KMK-Vorsitzenden zu üben, die nun einmal in einer besonderen Rolle und in zentraler Verantwortung steht. Ich zitiere an dieser Stelle die Deutschlandfunk-Kolumnistin Marina Weißband mit Erlaubnis der Präsidentin. Eine Ministerin in einer Position der Macht kann ein Leuchtturm sein, eine empathische Person, die Halt gibt in einer Krise. Das tut der Tweet nicht. Zitat Ende. Als in der Folge dieser Auseinandersetzung nun SchülerInnen und Eltern Kritik und Sorgen formulierten, folgte seitens der KMK-Vorsitzenden und CDU-Bildungsministerin eine Erinnerung an ein Zitat der CSU-Politikerin Doro Beer. Auf Twitter seien ohnehin nur Politiker, Journalisten und Psychopathen unterwegs. Frau Prien, ich frage Sie, was also sollen jetzt Eltern und Schülerinnen denken, die nicht journalistisch oder nicht politisch aktiv sind, was sie von ihnen halten? Wir alle haben in den vergangenen Monaten und Jahren häufig Rückmeldungen von Eltern erhalten, deren Meinungsspektrum weit auseinanderging. Manche forderten, die pandemiebedingten Bedenken zurückzustellen und die Beschränkungsmaßnahmen an den Schulen gänzlich auszusetzen. Und andere setzten und setzen bis heute auf maximale Sicherheit und Distanzunterricht und ja auch auf die Aufhebung der Präsenzpflicht. Ich glaube nicht, dass das Bedienen der einen und das Ignorieren der anderen Seite der richtige Weg ist, um an den Schulen die Rückkehr zur Normalität zu gestalten. Und ich glaube auch nicht, wie Frau Prien, dass es an den Schulen eine Kultur der Angst gibt, die sich ausschließlich durch die Maßnahmen gegen Corona erklärt. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass es Psychopathen sind, die da ihre Sorgen vortragen. Der Expertenrat der Bundesregierung hat in seiner siebten Stellungnahme zwei Sachen angemahnt. Zum einen den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor der Infektion
und zum anderen den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Erkrankungen in der Folge der Pandemie, also durch die Maßnahmen. Und ich glaube, das beides ist doch genau der Pfad, den wir gehen müssen und auf den man gemeinsam zu vernünftigen Positionen kommen könnte. Vorgestern waren in Schleswig-Holstein laut Schuldashboard 71 Lehrkräfte und 691 Schülerinnen und Schüler an Corona erkrankt. Das war eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vortag. Die Koalition will das nicht wahrhaben. Sie schreiben einen Schönwetterberichtsantrag und schreiben rein, die Inzidenzen sinken in Schleswig-Holstein, in einer Situation, wo sie in Teilen des Landes bedauerlicherweise gerade steigen. Übrigens von Norden her, meine Damen und Herren, es könnte sein, dass da aus Dänemark etwas zu uns herüberkommt. Das erinnert an unsere Debatte vom letzten Monat. Sie wollten es Eltern nicht ermöglichen, selbst bei höchsten Inzidenzen einen Antrag auf Aufhebung der Präsenzpflicht zu stellen. Sie wollten Distanzlehren überhaupt erst dann ermöglichen, wenn die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer Klasse in Quarantäne ist, also wenn das Kind bereits im Brunnen liegt. Ein Grund dafür mag sein, dass die Alternativen zum Präsenzunterricht nicht hinreichend entwickelt sind. Rechtzeitig zu Ihrem heute von uns erbetenen Bericht, deswegen hatte ich im Vorfeld ehrlicherweise die Hoffnung, Sie würden auch was berichten, haben Sie am 16. Februar 2022 die Handreichung mit Videokonferenzen bei Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie am Unterricht teilhaben, vorgelegt. Am 16. Februar, vor einer Woche, nach 2 Jahren Corona. Selten konnte eine Opposition so gut begründet sagen, zu wenig, zu spät. Bis in die letzte Woche hinein galten tatsächlich unterschiedliche Regelungen für beurlaubte SchülerInnen und solche, die sich in Quarantäne befanden. Seit Monaten beklagen sich SchülerInnen und Eltern über sehr unterschiedliche Verfahrensweisen und sehr unterschiedliche Nutzung der technischen Möglichkeiten. Und nun machen Sie es einheitlich schlechter. Die Teilhabe kann in Einzelfällen durch die Übertragung von Unterrichtseinheiten per Videokonferenz ermöglicht werden. Aber nur, wenn die Lehrkraft das freiwillig anbietet. Kein Ministerium, keine Schulkonferenz, die da etwas mitzureden hätte. Und nur, wenn Einverständniserklärungen aller Eltern bzw. aller volljährigen SchülerInnen vorliegen. Trotz dieser Einverständniserklärungen dürfen dann allerdings nur Tafel und Lehrkraft gezeigt werden. Schülerinnen und Schüler sollen sich nicht im Erfassungsbereich der Kamera aufhalten. Man fragt sich, wie sich das mit der Durchführung von Videokonferenzen verträgt oder ob die damit en passant verboten sind. Oder ob es im Nachhinein doch eine Strategie war, dass Jitsi gar nicht in der Lage ist, alle Gesichter gleichzeitig zu übertragen und die Leute sich gegenseitig angucken zu lassen. Insgesamt erinnert das an den Helden der AfD. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Übrigens sind Nachnamen und Verbalbenotungen dabei zu vermeiden. Und wenn zusätzliche Kosten entstehen, ist die Zustimmung des Schulträgers einzuholen. Meine Damen und Herren, da hat eine Hausspitze, die ausschließlich aus Juristinnen besteht, zu einem vielleicht regelrechtsfesten Werk gefunden, das allerdings den Schulen in der Konsequenz mehr verbietet als erlaubt. Das Ganze geht natürlich auch nur, wenn WLAN und technische Ausstattung reichen. Damit scheiden viele Klassen sowieso von vornherein aus. Also möglicherweise wurden die Hürden auch so hochgelegt, damit nicht deutlich wird, was alles nicht geht in Schleswig-Holstein im Jahr 2022. Man fragt sich, ob Teile der CDU das digitale Lernen noch immer für eine Gefahr halten, die es abzuwehren gilt. Herr von der Heide, Sie erinnern sich an unsere Debatten, als es um das Schulgesetz ging. Das ist nicht das, was wir aus der Pandemie lernen sollten. Und Frau Prien, Ihre Veranstaltungsreihe zeigt eigentlich, dass die Schulen im Land viel weiter sind. Da sind trotz aller Schwierigkeiten optimistische Lehrkräfte, optimistische Eltern, optimistische Schülerinnen und Schüler, die Lust haben zu gestalten, die Lust haben voranzumachen und die Lust haben,
die Schule der Zukunft zu entwickeln. Und Frau Prien, Sie zeigen, dass die CDU leider nicht so weit ist. Vielleicht wenden Sie Adam Grant ja auch einmal auf Ihre Bildungspolitik von vorgestern an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.